Auch heute waren wir wieder beim Shooting für unseren Hamburg HDDs Kalender 2020. Wir haben besondere Charakterköpfe getroffen und gestartet haben wir auch vor einer ganz besonderen Location. Direkt auf St. Pauli, direkt in der Nähe von der Reeperbahn, vor dem Herrengut Barbershop. Und da präsentierte uns Thorsten seine ganz besondere Maschine. Ich würde dann gerne starten heute mit der Maschine einmal direkt vor der Tür und dich so ein bisschen cool und lässig, so wie du bist, einfach dann vor der Tür ablichten, sitzend. Und dann würde ich aber gerne das ganze Ding nochmal einmal ein bisschen, dass wir nochmal drehen und den Laden ein bisschen mehr in den Vordergrund nehmen und dass wir im Prinzip zwei Setups dann irgendwie machen. Dann sind wir eigentlich auch schnell in einer Stunde durch. Dann ist der Fatboy auf der Fatboy mit seiner Fatboy. Das ist total Fatboy, oder? Yeah! Das ist eine Harley Davidson logischerweise, 1200er Shovel, Early Shovel, letzte Baujahr Early, war mal ziemlich buntes Zirkuspferd und dann ist jetzt, habe ich sie mal umgebaut für so eine spontane Aktion, wir fahren nach China und habe da so ein bisschen Chinesisches mit reingebracht und das, was auf dem Tank ist, die Unterschriften, das sind alles von unseren chinesischen Kumpels, die wir unterwegs getroffen haben. Und das war die Tour, die Obertour. Das war nur geil. Also hier in der Wüste vor dem Oberhafenquartier, alles im Sack. Geile Kiste, geiles Wetter, geile Location, mehr geht nicht. Weiter geht's. Ja, wir sind jetzt eine Ecke weiter. Wir sind jetzt in den Endausläufern von der Hafen City. Shooting Tag 2, Shooting Nummer 3. Ja, viel Spaß dabei. Ein bisschen was zu dem Motorrad, das ist meine Oma. Da habe ich 1996 mal gekauft. War natürlich nicht mein erstes Bike, aber meine erste Harley. Und seitdem ist sie ein bisschen gewachsen, immer weiter. Einige Sachen haben wir umgebaut. Unter anderem war sie auch beim Harley and Snow letztes Jahr. Das heißt, wir haben versucht, eine Skipiste damit hochzufahren mit Spikes und Crossreifen. Hat nicht geklappt. So nach 120 Metern hat es mich natürlich hingehauen. Aber als Norddeutscher war das natürlich mal eine gute Idee, das einfach auszuprobieren. Und das hat die Oma alles schon mitgemacht. Die war schon in Finnland, die war schon in Estland, die war eigentlich schon, ja, ganz schön viel in der Gegend. Und jetzt darf sie auf den Kalender. Und weil das für einen guten Zweck ist, mache ich natürlich das Ganze super gerne.